Jo, direkt zu dir, Signal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und heute, bevor das Video anfängt, ne, habe ich etwas ganz Neues hier auf dem Kanal. Und falls ihr etwas jetzt im Hintergrund noch hört, es wäre dann meine Katze. Ja, genau. Heute etwas ganz Neues aus einem einfachen Grund, weil Gomme gerade down ist. Und dann dachte ich mir so, ja, wieso nicht? Machst du das einfach mal, ne, Leute? Und, ja, genau, das sind Bautipps und Tricks, die ihr sicher irgendwann mal verwenden könnt. Das sind nicht irgendwelche Noob-Tipps und Tricks, nee, gar nicht. Das sind nämlich richtig hochprofessionelle Tipps und Tricks für Minecraft-Building allgemein etc. 1.8 und 1.9 muss gesagt sein, weil in der 1.9 gibt es sehr viele Items, womit man richtig stark ins Detail reingehen kann. Gut, ich würde mal nicht mal lange rumgückeln, ne? Und gehen instant rein, ne? Viel Spaß! Jo, wir sind auch jetzt schon in-game, wie ihr sehen könnt. Hallo, da bin ich, hallo. Gut, und ich habe hier 5 Tipps und Tricks eben aufgebaut. Tricks sind es mehrheitlich nicht, aber es sind mehrheitlich Tipps, wie man eben richtig gut eure Freunde und allgemein auch das die Inneneinrichtung und eben auch so die Außeneinrichtung verschönern kann. Ne? Dann würde ich mal sagen, beginnen wir jetzt erstmal, ne? Gut, rennen wir mal hin und da haben wir das erste, das Gehege. Ja, viele haben Probleme mit ihren Zäunen und das jeweilige Pferd auch reinzukriegen, aber die können ja auch 2 Blöcke hochspringen. Aber ich meine, Zäune sind meiner Meinung nach ausgelutscht. Wir können jetzt hier sehen, hier, wir haben hier Türen. Das heißt theoretisch, sie können rein und raus. Wir können auch dazwischen dann raufen, wenn wir so ein Pferd haben. Ups, sorry. Ja, sorry. Was? Oh, Mega Range. Alles klar. Gut, okay. Ja, 2 Block tief. Perfekt, eigentlich. Können wir hoch, ohne Probleme. Ups, so, perfekt. Da kann man dann jeweils auch noch Fackeln hinhängen. Das wäre kein Problem. Kommen wir zur Bar. Ist auch zugleich auch ein Wandschrank, aber ja. Ist by the way so ein Top 5, ne? Ja. Gut, die Bar ist eigentlich richtig nice. Hier oben Wandschränke unten ebenso. Kann man eigentlich aufmachen. Hier haben wir Workbench. Yeah. Ebenso. Und da oben kann man theoretisch auch Kisten reinlagern und sie so locken. Ist eigentlich was für die Deko. Man braucht es nicht unbedingt, aber man kann es haben. Und ja, es hat doch wirklich was an der Bar. Na, Leute. Gut, kommen wir zum Wandschrank. Ja, allgemein eben, das sollte der Wandschrank sein hier. Boah, nichts Besonderes wie vorhin. Einfach nur, dass da die Bar nicht ist und mit den Tränken, dass das halt so eine normale Kommode ist, die halt in der Wand selber schon mit eingebaut ist. Kann man eigentlich richtig gut für eine Taverne benutzen. Muss gesagt sein, also das beides, upsala, das beides kann man echt gut für eine Taverne benutzen, so Mittelalter-Style. Finde ich echt nice. Kann man ja mal ausprobieren mit solchen Ziegelsteinen noch dazwischen. Würde richtig nice aussehen. Gut. Kommen wir zum Ofen. Diese Feuerstelle oder allgemein Ofen, ja, ist mehrheitlich für außen gedacht. Wie man das Ganze dann draußen noch gestaltet, ist euch überlassen, wie immer, ne? Muss gesagt sein. Und ja, ne? Hier noch ein Amboss. Könnte ja sein, dass ein Schmied gerade am Werk ist. Und ja, Leute, ne? Ihr wisst Bescheid. Gut, kommen wir auch noch zu einer Außendekoration, ne? Eine Statue. Ist richtig geil, der Weg so, ja, perfekt, so Halloween-mäßig, ne? Könnte man da überall noch ein paar Pumpkins hinmachen, so die leuchtenden. Und dann haben wir hier den Namen und Jahrgang und was auch immer und den Graf oder was auch immer. Und dann haben wir hier eben, das Ganze ist in der 1.9, diese Statue, in Klammern, ist in der 1.9. Und wir sind jetzt auch gerade in der 1.9. Das, ja, sollte eine Statue sein. Ist eigentlich richtig geil. Hier, Speerspitze, ja, Drachenkopf. Finde ich echt geil. Und hier hinten noch den Umhang. Könnte man eben auch so machen, dass wir jetzt noch einen zusätzlichen Teppich nehmen. In schwarz. Und ihn dann draufsetzen hier. Zack, zack. Und dann hätten wir das. Perfekt. Nice. Kommen wir jetzt zur Küche. Genau, Leute. Ich hab's ein bisschen eilig heute. Man merkt's vielleicht. Der Boden sieht richtig geil und dreidimensional. Ja, dreidimensional aus. Wegen den Schattierungen hier gerade. Wie ihr seht, spiele ich gerade mit Diffus, ne? Also normal. Sieht richtig dreidimensional aus. Kommt man hierher so. Richtig nice. Und das ist unsere Küche. Hier kann man das Geschirr lagern, was auch immer. Ist halt ein bisschen dekomäßig. Hier ist eine Treppe. Hier sind Slabs. Hier sind ist ein Fichtenholz. Das Ganze ist 3 breit gehalten. Wenn wir das hinten wegmachen, sehen wir hier so, ja, ist nichts mehr da. Gut, machen wir wieder hin. Perfekt. So, hier eben wieder diese kleinen Schränkchen. Ist eigentlich richtig geil gehalten, ne? Müsst ihr mir schon lassen. Oh, ja, ja, ja. Gut, da noch unser Hahnwasser und den Trog. Hier ist das Geschirr drin. Das ist die Waschmaschine.
Waschmaschine, wenn man die runterlässt, wäscht das Ganze. Das ist so ein bisschen, Großküchen, also Restaurant und so, hat ein bisschen, ja, den Style davon. Kann man machen, muss man aber nicht. Und hier allgemein, dass es ein bisschen lockerer ausschaut, ne? So, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und ansonsten, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und schreibt es mir unten in die Kommentare. Ja, wir wollen mehr von diesen Tipps und Tricks. Ansonsten, wisst ihr eigentlich, wo man mich findet? Ne? Auf YouTube. Jo, also, bis dahin. Tschüss.